Also, Ground. Der Vatikan hat einen Ableger auf der karibischen Insel. Es Wo besteht. hat der Vatikan keinen Ableger? Ja, unter anderem eben in der Karibik so. Und es besteht der Verdacht, dass der Vatikan in Drecksgeschäfte und Menschenhandel verwickelt ist. Ihr sind spät. Verdacht, Verdacht, die gleiche Frage nochmal. Ihr seid Menschenhandel mit seinen Spezialteam, Jungs und ja. wo das untersucht und dann Brief an Ende setzt. Es Situation. könnte im Übrigen hilfreich sein, wenn du auf Hochdeutsch machst, Plato ist schon da. Oh Mist, ich habe mir Notizen Montag gemacht. Okay. Plato kann relativ gut Schweizerdeutsch. Geht das für dich, Plato? Echt? Schweizerdeutsch? Mach uns Stammein. weiter, das passt schon. Okay, ah gut. Ich meine, versteht der Vater, dann sollte er dich auch verstehen. Also, Situation. Ihr seid mit einem Fallschirm und einer Kiste Ausrüstung an der Küste von der nördlichen Insel gelandet. Und auf der südlichen Insel steht ein Schloss. Mission, wir möchten gerne wissen, was in dem Schloss vor sich geht. Und Execution, beschafft euch eine Transportmöglichkeit zum Schloss und untersucht alles, was euch komisch vorkommt. Der Vatikan wird von der Nur Schweiz. kurz zur Klarifizierung. Nördliche Insel, wir sind nördlich auf die Insel gelandet, Ja. oder? Eigentlich so an der Küste. Mehrere Inseln, ich bin gerade. Es ist markiert auf der Karte mit einem roten Rahmen. Also es ist die gleiche Insel. Nein, es ist eine andere Insel. Okay. Ja. Das ist, was ich auch wissen. Ja. Einfach um die Frage stellen, du hast den AI in diesem Ding getestet. Ja, das geht wirklich erstaunlich gut mit dieser Lams. Okay. Ja. Also sie hat mich recht beeindruckt, wie sie jetzt plötzlich vernünftig handelt. Ja. Ich kann es auch mit den Standardeinstellungen laufen lassen. Genau, der Vatikan wird von der Schweizer Garde bewacht, rechnet mit Patrouillen auf der Insel. Dann Administration Logistics. Für den Einsatz steht euch die ganze Zeit eine Jabon-Drohne zur Verfügung. In der Materialkiste hat es 10 UAV-Terminals, nutzt sie entsprechend und organisiert euch. Jungs, ich sehe kein Problem. Die Schweizer Garde hat nur Hellwarten. Das stimmt Ja, nicht. Das nicht, ja, stimmt nicht. Sie das hat haben wir auch Geld schon. mehr als die Armee. Ja. Die haben auch den grösseren Etat. Mach weiter, Scheider. Sorry, mach Den weiter. Command Signal, Homebox hat Call Sign Homebox, ihr habt Call Sign Alpha. Ganz einfach heute. Habt ihr noch Fragen? Rules of Engagement. Return Fire. Nichts Okay, Spezielles, nur Return mit Tire Only, okay. Return Man muss das Tire Feuer Only. zurückbringen. Das Feuer zurückbringen, genau. Und eben, ihr könnt die Drohne nutzen, um euch Übersicht verschaffen über alles und. Ja. Also wir sollten eigentlich nur noch einen Zugang zu dem Schloss im Sü auf der südlichen Insel verschaffen, Ihr weil wir sucht nach einer eventuell Möglichkeit, Intel. wieder auf das Schloss oder auf die Insel, wo das Schloss steht, könnt kommen. Und dann beim Schloss mal beobachten, was dort so läuft. Oder. Aha, wir sind auf einer Recon-Mission. Ja. Reine Recon. Recon. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, wir bleiben in Funkkontakt vielleicht. Ja. Also, wir gehen noch rein, gut. Ja, wahrscheinlich schon. Je nachdem, wie es halt Gerade beim. haben wir nicht unsere Wurfdrohne. Ja. Ich nehme die Vater, eine schon super. Vater, nimmst du die UAV zusammen mit Maverick? Brauche ich noch irgendetwas für Support haben? Vielleicht wissen wir noch, Spitzgarten ist Feind. Wenn wir uns selber ausrüsten mit dem Drop, wir können einen Fallschirm rein. also, ihr seid schon gelandet, Verdacht auf so. Menschenhandel. Ah, okay, wir sind schon gelandet, okay. User entered your channel. Hallo Dani! Hallo Okay, Dani! gut, all da. So. Können gleich alle join, der Server ist offen. Dann, wir haben heute eine Aufklärungsmission. Scheinbar hat der Vatikan einen Ableger auf der Karibik mit Verdacht auf Menschenhandel. Warum das uns interessiert, keine Ahnung, aber man schickt trotzdem uns. Wir wurden nördlich auf der nördlichen, es ist scheinbar eine Inselgruppe, wir wurden nördlich auf der nördlichsten Insel abgeworfen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben eine Kiste mit Equipment, da sind auch
UEFA. UAV. Drohnen-Terminals drin. die nehmen bitte nur Fatal und Maverick raus, den Rest lässt die liegen. Also das gibt mir einfach zu viel Blödsinn da. Dann, wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, auf die südliche Insel zu kommen. Da steht ein Schloss, das wir auskundschaften sollen. Das ist bewacht von der Schweizer Garde. Bevor irgendeiner ein dummer Witz macht, nein, die haben mehr als Hellebarden. Scheiße. Die Callsigns sind Homebox und Alpha. Alpha 1-2 ist Plato, Nono, Merrick und Fatal. Nono ist der Medic. Plato ist der Feuerteamleader. Alpha 1-1 ist, bin ich, Jugger, Kappa, Eagle, Siggy und Nerf. Siggy. Bestand 1-1. Und Siggy ist der Medic. Die Bezeichnungen hier in Roll Assignment sind nicht entsprechend den Rufzeichen nachher. Eagle muss eins runter. Ja. Sorry. Dann, was haben wir noch? Ja, wir sind auf Nurfeuer erwidern, das heißt, wir versuchen so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. So wie ich euch kenne, wird das genau 2 Sekunden funktionieren und haben den größten Firefight ever. Hey, 2 yeah. Sekunden? Ich unterbiete das. Immerhin 2 Sekunden. Challenge accepted. Keine Challenge, das ist eine Feststellung. Gut. Das ist die SOS. Ja, das ist eigentlich alles. Merrick und Vater werden versuchen, mit der Drohne uns ein bisschen Aufklärung zu machen. Vielleicht finden sie uns auch einen guten Weg rein. Ja, mal gucken, was wir in der Kiste haben. Ich hab fertig. Hat irgendwer eine Frage? Wir selber haben kein Equipment, wenn wir starten, oder und müssen alles aus der Kiste nehmen? Wir haben einfach Standardausrüstung dabei, okay, und müssen den Rest aus der Kiste nehmen, um Rollen zu definieren. Aber ganz am Schluss, mir wurde nichts von Fahrzeugen gesagt, mir wurde nichts von sonst irgendwas gesagt. Also wenn da nicht irgendwie gleich Raketenwerfer und Landminen rumliegen, keine Ahnung, was überlegen. Ja, dir ist aber ein Bär abhanden gekommen in Armor. Oh, da bin ich doch. Okay, legen wir los. Also, gut. Briefing hätte ich alles wieder vergessen. Deswegen, wie ist das gegangen? Eine 2 Sekunden und dann ein großes Feuerquach und wieder raus. Genau. Ach, schaut ja gerade eine Haubitze neben uns. Was? Und die FedEx. Holy shit. Peto, das Briefing ist unadäquat. Ja, das ist. Ich sehe es gerade auch. Ja. Unadäquat. Du hast gesagt südlich, das ist Südosten. Ja. Okay. Und wir sind Nordwesten. Und nicht Nordfahrt, bitte. Okay, ja, gut. Ich merke, was in Zukunft ist. Gut. Ich hoffe, wir haben kein Dingy. Was? Ja, jetzt was sag ich nicht. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Knapp 6 Klicks. Da ist Helikopterdistanz. Ja, aber ihr habt recht, ich merke, dass es das nächste Mal ist. Genau, ich ist nicht dabei, ja. Gut, schieße Sinisus. Alright. Nu ist dunkel hier. Gut. Boah, sehr dunkel. Ja, 80 Grad. Oh, nein! Die Umgebung, ich schau mal in die Kiste. Sorry, ich ist ja gerade im Weg. Es gibt gerade Heilmodul. Oh nein! Wer? Wird die geworden? Der Zeus! Ja, nein, bring mich bitte nicht um! Ich krieg den Heilmodul! Ja, Donatus. Der Heilmodul. Das war
Beto, wir müssen dringend nochmal drüber reden, wie man Loadouts zusammenstellt. Krieg ich auch noch Heilmodul, bitte. Hey, du weißt mit 80 Geräten. Wer das End. Zum? Wir fangen mal an rum, fahrt halt immer 10 Minuten. Ja. Also. Ja. Was ist mit Loadouts? Also haben jetzt alle Heilmodule. Das Zeug gehört nicht in den Rucksack, warum habe ich 72? Ja, dann stellen wir etwas zusammen, das ich benutzen kann und das Template speichern, dann ist es immer richtig. Es spielt plötzlich die Rolle, wo das Zeug versorgt ist. Es hat schon immer eine Rolle gespielt, was Zeug versorgt ist. Ist mir so nicht bewusst gewesen, aber gut. Aber ist kein Problem. Aber hey, fatal. Aber hey, ich hätte trotzdem gerne Heilmodule. Ja, ich auch. Was hast du gern? Heilmodule. Deploy. Okay, wer braucht jetzt alles Heilmodul? Im Grunde jeder. Ich glaube gar nicht erst. Da ist er. Ups. Aber ich hab doch noch Basic Bandage is great. Ah, ich blöd die auch noch. Ich find's geil. Wieso habe ich einen Deployable Santi? Das ist eine verdammt gute Frage. Auf die ich keine Antwort habe und auch keine haben will. Und wenn du die Maus drüber hoverst, heißt oh Gott, oh fuck, ja, why is it blowing? Beto, gibst du mir noch das Heilmodul? Ja, kommt. So, noch eine andere Frage. Wenn du schon den geilen 40mm Mod drin hast, wieso habe ich Granatwerfer-Flint? Was steht dort? Du musst gerne schiessbare Chemleit. Okay, Medical, ich mal noch Bandage. Ja, ist der Mod und dann schauen wir mal. 40mm Mod. No, no. Dort hast du wirklich schiessbare Chemleit und einige, die dort ein Puppo rausspringt. No, no. Und... Ja! Ich weck deinen Arsch über mehr Bandage und Shit aus der Kiste nehmen. Kriegst du wieder Auferstehungsmodul. Aber du bist aber noch so umsicht, gell? Beto! Ja, was ist? Vater braucht immer noch ein Heilmodul. Okay, ich meinte halt. Moment. Wo ist er denn? Ja, 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 Panik. So. Oh, wo ist er denn? Fatal schnappt euch noch das UFL-Terminal noch. Fatal ist besser. Moment zeigt sich noch alles ausrüstet. Merk eben da auch schon gut, wenn wir liegen. Können wir das einfach von da nicht nehmen? Oh, eigentlich noch gern. Das ist im Moment nicht Corona-konform, das Ding. Ja. Apples? Roger, hast du dir alle kleineren Blutbehälter geschnappt? Nein, es sind nur eine Liter. Ja, doch. Ist was für Gründe wie immer. Ja, Vater? Wär's nicht wurde sexy, wenn wir mehr als das eingelegte Magazin für die Pistole hätten? Okay. Welches Magazin brauchst du? Ich leg's gerade in die Kiste. 9mm 17 Round. Okay. Geht mal aus, eine Kiste raus. Können, glaub schon drin bleiben. Mary, Mary, ja. Der Vater kann einer von euch mal noch bummeln lassen, die Drohne. Das ist die beste Drohne, die wir sollten haben. Drei Blick rein schauen, weil mich nimmt es Wunder, ob wir da auf dieser Insel irgendwo etwas haben, das schwimmt. Ja. Sonst wird das verdammt lang. Ich drücke. Lass du eine rauf. Wo ist sie? Ja, das sind unsere Points of Interest. Vielleicht einfach kleinere Blutbehälter als nur Medaille. Keine Ahnung, ob da vielleicht etwas ist. Ja. Was haben die Pistolen für Kaliber? Es ist 9mm 17 Round. 9mm, ah ja. 9mm 17 Round. Okay. G17 Mag.
Ja, ich tue mal ein paar rein. Wenn's wieder. Hey, irgendwie kann ich. Ah, oh, Mist, die Kiste ist übervoll. Moment, ich muss eine zweite Kiste machen. Die ist übervoll, ich kann da nicht mehr rein tun. Ja. Das sind Lightsticks, die ich rausgeschmissen habe, weil ich sie nicht brauche. Aber wenn ich bin, ich bin nicht der Einzige. Peter, du hast mir nicht gefallen, Vater, wenn du das Ritter machst, dass du die Drohne mal aufgesetzt ist. Ja, kann ich machen. Drohnen offen auf 2000 Meter. Okay, und jetzt Kiste. Also, zuerst mal hier clear. Habe ich noch ein anderes Problem? Ich kann mich nicht mit der Drohne verbinden. Eben los. Ah, du bestimmt. Ah. Ja. Ah, alles klar. 9 mm ist es da. 9 mm 17 Round. Jetzt. Ich muss mit dem Charger mitstehen. Wie viel Magazin wendet da? Negativ da nicht. Ich mach mal 50 rein. Ah, nee, danke, sorry. Aber okay. Ja, sorry. Es hat da Medical. Nicht G17 Mag. Das sind die Falschen. Okay, willst du mir schnell sagen? Oh. 9 mm. Kannst du das Ding ja mal Ja, genau, mach das. Gang du mal aus der Kiste raus? Ja, bin raus. Wo ist mein Charger? Jetzt hat die 1 Magazin drin. Ja. Und dann tue ich dann einfach ein paar Mal auf. Das Ding mal klein kriegen. Das tun wir jetzt vermehren. So. Okay, okay. Jetzt ist es. Alpha 1-1, Verbindungskontrolle, antworten. Ja. Oh, mach's verstanden, Verbindungskontrolle, Verbindung 3, antworten. Running low on ammo! Verstanden. Im Fall. Echt. Die Drohne ist oben, gut. Ja, du willst eine Karte schaffen. Teamfarbe. Goldig gewesen, Jesus. Ist ja Farbe. Nein, nur der Schalter ist goldig. Nein. Ah, doch. Wir sind zwei unterschiedliche Teams. Oh ja, viel Spaß übrigens. Wir haben kein Ding. Kein Hex. Kein Hex. Ja, dann merkst du erst jetzt. Oh. Hey, ich habe alle Einstellungen geladen. Mach das sind nicht Add-on Options, das sind deine eigenen Difficulty Settings. Ah, fuck! Dort wo der Skill und die Trefferwahrscheinlichkeit von der AI drin ist. Dann habe ich nachgeschaut, das war auf 0,2 gewesen, Trefferwahrscheinlichkeit Skill auf 1. Aber die Hex, ach, kann man das nicht on the fly ändern, oder? Nein, wir haben einfach keine Hex. Okay, sorry about that. Ja. Shadow? Ja. Yeah. Wir haben bis jetzt nur Literblut. Mhm. Das ist vielleicht möglich, da noch ein bisschen Halbliter und Viertelliter drin zu tun. Hast recht, mach ich gerade. By the way, hast du mir meine Karte geklaut, hä? Ja, Sieg ist, deine Karte ist die Inspiration für die Mission. Vor allen Dingen hast du mir mein Hauptziel geklaut. Du hast sie nicht gemacht! Jetzt kann man es ja hier vor, das ist die Fortsetzung von deiner Mission, ist doch gut. Also, warte mal, Medical, Blut, dann noch ein paar. So, Nona, du solltest ein bisschen Blut in der Medical-Kiste haben. Well, that's where we're going. Ja, der Blut geht. Verstehen wir das auch? Plato? Medics haben noch 0,5 Liter und 0,25 Liter Blut in der Medic-Kiste zusätzlich. Alpha 1, Alpha 1, Alpha 1. Gut. Medic. Plato. Sorry, ich habe Verbindungsprobleme. Gib mir eine Minute. Oh. Medic ready? Jugger?
Dort haben wir auch irgendwelche Truppen, die rumlaufen. Ich kann es aber nicht genau überstimmen. Wir haben ein grosses Feuer und südwärts wo wir wirklich sicher zwei Mapatrouille. Ist aber das einzige, was wir direkt in der Umfeld haben gesehen. Nein, dort ziemlich zentral wahrscheinlich auf Karte, oder? Ziemlich zentral. Nein, ist dort, wo ich das Ding habe. Wo ich den Marker habe. Oh, sacrificial side. Komm wieder dir. Kommt mir hinten bekannt vor, ja. Vater, schau nur mal noch, aber ich habe es nicht gesehen. Jetzt kommen wir in die Drohne, wir müssen effektiv im Terminal. Da kostet die noch eins auch. Disconnect Terminal vom UAV, gut. Jetzt ist er dir wie Gummi wählen, oder was? Ja, ja. Ich habe schon einen recht brutalen Verbrauch von Nissi. Hast du die Cinnamon-Variante schon mal probiert? Ja, aber eine frisst sie noch schneller als die Probe. Also, hast du dir die Wohlwissen, oder wie? Auf dem Tisch liegen 6 Cinnamon-Pack und 18 Mint-Pack. Für definitiv, aber das sieht nicht nach Leichen aus. Ich sehe es nicht genau, ich habe es nicht genau gesehen. Oder nach Y-Pausende irgendetwas? Ja, und südlich davon habe ich zwei Map-Patrouille kurz aufblinken gesehen, das Ding, das Thermal. Okay, gut, das ist der Plan. Wir Namen gehen richtig. Ich sehe. Dort ist ein Chinook. Ist dort ein Chinook? Den habe ich in dem Fall nicht gesehen. Okay. So, du nimmst die rechte Flanke. Ich bewege mich mit meinem Hof auf der linken. Kolonnenabmarsch. Juhu! Los, rechts! Ich bin wieder dabei. Alles klar, Verbinder, bei mir müsste wieder passen. Was habe ich verpasst? Lass mal gehen. Alles gerne angehen. Warte. Lass. Hier. Ja, by the way, mein Funk ist mal auf Kanal 2, da wenn wir das hinzweigen. Plato, bitte komm. Name schick. Wir sind hinterher ein ganzes Stück, sind jetzt in Bewegung, bei mir läuft wieder alles. Komm euch nach, Anton. Verstanden, hä? Inwiefern? Antworten. Was meinst du inwiefern, Anton? Warum sind die so langsam? Steuern nicht, Antworten. Ich hatte vorhin schon Verbindungsprobleme, bis ich da war und wir uns in Bewegung gesetzt haben, hat es schon einen Tick gedauert, Anton. Ah, verstanden. Okay, gut. Wir warten schnell, ich droppe meine Position auf die Karte. Gib mir eine Sekunde. Antworten. Alles klar, wir sind gerade auf zweite Linie gestoßen, wo sich die beiden Linien gekreuzt haben, Antworten. Verstanden. Habe ich die Position eingezeichnet, wir warten da.
Alles klar, sehen uns gleich und Schluss. Wir wünschen auf der Alpha S2 warten, sie sind zurückgefallen. Ich da jetzt runterklappen, sie hören nicht als mit Kassel. Okay, wir bewegen uns weiter. Ich bin außerhalb von Hördistanz, oder jetzt kann ich das Mikrofon haben. Jetzt hat man Kassel. Aus, wenn ich dann funken muss, dann nehmen wir halt schnell weg. Darum habe ich den Laptop, der okay, zeigt aber mit alle Stimme, wir müssen nicht den ganzen Urwald aufwecken. Der lässt mich alles mitlosen, was sie reden, weil ich höre sie ja hier nicht. Da weiss ich, wenn sie irgendwas, was sie überlegen, was sie denken und kann entsprechend reagieren. Ich bin der Ritual, ja, im 4. Oh, look. Oh. Sehen ihr das? Der ist bei der. Die lasse ich gerade dort und das soll gerade tätschen. Wie bitte, wer sind sie? Die sind hier am Laufen. Schön, in einem ganzen Marsch. Das sind eben Mannsgöckeli. Ich kann die auch ausblenden. So sehen sie es. Mit komplett nichts, oder? Und irgendwann... Irgendwann kommen wir unten. Hier hat es die Schweizer Garde. Achtung, Achtung! Jetzt geht's da los! Wie sind sie? Keine Ahnung, wie der gehört, aber hier steht auch... Er sieht es noch nicht. Danke für Platt, bitte kommen. Ja, unterschiedlich. Nico und Vettel haben gemeldet, dass in einer der Siedlungen Chinook rumsteht. Rumstehen im Sinne von, niemand weiß, was der gehört, aber der ist halt da. Jetzt der Unstieg. Die sind ganz, das ist zufällig, sind gerade Stande, ja, Patrouille weg. Sacrificial und genau. Sehr schön, das wird lustig. Das wird lustig. Achtung! Sie sehen sie. Okay, aber mit der Stimme auftauchen auf die Linie. Gucken wir uns das an. Spätestens jetzt haben sie etwas gehört. Give me cover, I'm loaded up! Ups. Ein Bewusstlos. Ein Lab da. Es sind ja genügend Leute, dass es so schlimm ist. Nicht, das ist eine Zweierpatrouille, das bringt er noch fertig. Gut, jawohl, er ist weg. So, jetzt ist wieder gut. Jetzt haben sie zwar immer noch Panik, weil sie wissen nicht, ob es weitergeht. Aber ich sehe, es ist alles in Ordnung von oben. Oder? Medic kommt. Jetzt sehen sie auch schön die Seite da, die Seite. Es passt alles schön in am Schnierli. So. Da ist jetzt verwundet, jetzt müssen sie ihn verarzten, da, jetzt müssen sie ihn verarzten. Ah, sie können gerade den Tempel anschauen schon. Nein, der Vater gesehen. Das ist gut, dass sie jetzt da sind. Nachher gehen sie zum Feuer. Er darf dort auch Erstversorgung machen. Zufällig rennen sie genau in die Patrouille, die einzige, die dort ist, genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war nicht einmal Absicht. Das war einfach schon dort. Es wird ja, wenn sie dann anfangen zu tanzen, das wird so eine Gaudi, das wird so lustig. Da macht jetzt Herzmassage. Ja, es ist ein... Es ist vom Spiel her. Das Spiel ist 6 Jahre alt, also man kann nicht alles. Sie tun so, das ist eh von meinem Motto. Aber... Achtung, sie gehen hier in die Installation. Jetzt sehen sie, wie schön, dass es beleuchtet ist. Kann man doch nie geben, mal schauen, was der Kommentar ist. So. Wenn wir gehen schauen.
Ja, der Chakra ist wieder da, sehr schön. Es ist nichts passiert. Was ist das Gold? Einfach nur, weil das ist eine Ritualseite vom Vatikan. Das hat gar keine Bedeutung, sonst da habe ich auch nichts platziert. Das ist einfach noch ein bisschen zum so tun, als ob. Ja, eben. Und mit diesen ganz grossen offenen Mühlen, ich habe es von unten beleuchtet, ja, und hinten rot. Sie sind jetzt das alles sicher. Und nachher kann es dann weitergehen zum Ritual. Haben Sie die Leiche schon identifiziert? Ja, da liegen die Leichen. Ich kann schon wissen, was das was sie so über den Haufen geschossen hat. Sie haben ja die Uniformen gesehen, die sind so auffällig. Verstanden, ja. Normalerweise gehen sie immer über die Leichen ein. Sie sind hier im Innenhof direkt bei dem Schädel mit den Skeletten drunter, alles frei hier. Antworten. Ich muss auch hören, was sie sagen. Verstanden, ja, gesehen. Okay, lustige Flightshow, aber nicht viel mehr. Ich melde es nochmal Homebox. Haben wir sonst noch etwas antworten? Jetzt bekomme ich gerade einen Funkspruch. Das ist nichts, was mir bekannt ist. Vorsicht, da links in der Nähe vom Eingang ist noch ein Durchbruch, wo man jetzt auch jetzt halt zumindest durchfeuern könnte. Antworten. Verstanden, ja. Hat irgendjemand die Leiche untersucht? Von genau, das ist der Punkt. Wissen wir, was das war, antworten? Bitte, macht das. Nein, zumindest nicht ich oder jemand von meinem Team. Ja, mach das noch, der kann der machen. Verstanden, gut. In dem Fall, ja, buchst du das schnell? Antworten? Nee, das war's. Ich bin raus. Wie gesagt, hinter dir noch der eine Durchbruch. Und Schluss. Jetzt kriege ich den Funkspruch. Also. Kampfer, sucht mal die Leiter von den Gegnern. Na, jetzt Nico und Kappa. Jetzt kommt der Maverick und der Kappa, gehen jetzt zu den Leichen, die müssten da irgendwo sein. Maverick. Der Kappa läuft schon. Ah, da geht der Benny mit ihm mit. Jetzt hat er ehrlich gesagt Nico. Jetzt bin ich gespannt, was sie zu den Uniformen meinen. Bisschen seltsam. Bisschen seltsam. Sehr seltsam. Du kommst einfach mit der Mordtaste und dann nervst du. Kannst du fragen, wie sieht man noch an der Dagger, wo willst du uns haben? Antwort. Okay, sie gehen weiter. Er funkt mir nicht an. Gut. Dagger für Plato. Verstanden. Hast du mich da andere Frequenzen gehört, antworten? Nee, hab den Reply gerade nicht gehört. Was willst du sagen? Das ist ja eigentlich gemäß Ausbildung. Müssen wir jetzt das melden, den Dings kommt. Ja, aber sie haben jetzt noch nicht gemeldet. Mal schauen, vielleicht macht das ja noch. Okay, wir haben vorhin den Channel gewechselt. Und da zeigt es mir auch an, wenn irgendjemand von Ihnen sieht, wenn ich da etwas für mache, dann wäre ich da sichtbar. Da könnt ihr jetzt etwas für die gesamte Gruppe, das gibt es mir über den Long Range durch, antworten. Verstanden, gut. Übernehmen die Point Richtung nächsten Missionsziel. Wir gehen mal mit der Sacrificial Site und schauen dann Fred weiter. Wir fallen die hinter euch antworten. Sacrificial Site, alles klar, wir begeben uns in Bewegung und Schluss. Homebox, Homebox. Mein Team, wir haben gerade durchgegeben bekommen. Wir übernehmen Point Richtung Sacrificial Site. Ist kein Funkspruch auf uns? Geht's. Da kann ich schon, wir sind unterwegs. Schluss. Homebox, Homebox. Homebox verstanden, Antworten. Verstanden. Hat Kontakt mit ein paar komischen Spinnern, die in irgendeinem Tiger Stripe Pyjama rundrennen mit Alufolie auf dem Kopf. Und bewegen uns weiter Richtung Sacrificial Site. Antworten. Verstanden, ich hatte Kontakt mit irgendwelchen komisch gekleideten
spinnende Aluhüte anhatten. Es könnte ja sein, dass das die Schweizer Garde war. Ich kläre das mal ab. Und ihr bewegt euch jetzt weiter zum nächsten Wegpunkt. Antworten? Verstanden, nein, das war definitiv nicht die Schweizer Garde. Oh! Das ist eigentlich auch komisch, aber nicht so komisch. Bring ihn in den Wahnsinn. Ich habe keine andere Variante für den Aluhelm. Antworten? Verstanden, das war keine Schweizer Garde. Antwort. Ich sag aber doch. Er muss Schluss sagen, nicht ich. Also dann muss ich mir Antwort. So, sie geht weiter. Ja, da ist schon. Warte jetzt. Haben wir jetzt noch an? Hört sie jetzt den Unstieg? Wo ist es? Ja, nicht alles. Ja. Ah, sie bin schon mal Zack gelaufen. Ich bin schon mal Zack gelaufen. Sehen sie jetzt? Sie sehen es früher noch nicht. Der Dschungel ist abartig dicht, oder? Sie haben einen Kompass, sie haben es auf der Karte gezeigt. Da sieht man es dann irgendwie. Warte jetzt. Wir müssen das ein bisschen näher, dass das alle sehen. Dann wird es dann lustig. Achtung. Dann sind auf 100 Meter die Schutzzeit dran. Ich bin schon bereit, keine Angst. Sie machen einen Halt zum Schauen. Jugger, bitte komm. Dann steht er hinter dir. Alles klar, dann hat sich die Frage übrig. Los. Also, sie sehen es für noch nichts, sie ist immer noch dicht. Ah, sie sind ja ruhig nachgekommen. Ah, da ist jeder Fels, sie suchen hinter dem Felsen Deckung natürlich. Oh, wird das köstlich. Das wird so gut. Ich drück den da einfach auf Tanzpriester und der kommt da. Danke für Plato. Ich kann es wiederholen, ja. Mal schauen, wie es bis ganz vorne. Sie werden es zuerst untersuchen. Ja, jetzt bin ich visibel da. Also, wir sind immer noch in Deckung, noch deckt da. Mal schauen, was es gibt. So, jetzt lasse ich sie dann gerade tanzen. Ich lache. Nein, warte jetzt. Sie hat die Hände hoch, die gebe ich gerade. So, voilà. Sagger, du siehst das für uns richtig. Antworten? Danke, noch nicht, aber vielleicht. Jede Menge Hände betende Priester. Wieso tanzt der nicht, Schad? Ja, ich ich schnapp mir mal Homebox. Homebox. Haben wir es verstanden, antworten? Verstanden, was ist Politik, wenn es um Dancing Priests in the Moonlight geht, antworten? Dancing Priests in the Moonlight, uff. Ich nehme an, die machen da irgendein Ritual. Nehmen sie doch mal fest, damit die keine Schadennachricht antworten. Verstanden, so. Gibt's wieder Schluss. Plato für Jogger. Und zuerst machen wir nochmal einen Tanz. Sorry, Plato hört. Dann sagt den Jungs, wir sollen sie festnehmen. Kontakt. Oh, da kommt noch eine Patrouille. Ah, jetzt sind die. Während dem Ritual sind die Patrouille gekommen. Das ist halt denen in der Weg. Irgendwelche Verlust. Ja, die macht doch die Strom weg hin und her. Die ist jetzt genau dann halt gekommen. Ja.
trotzdem festnehmen? Fragezeichen, Anton. Jetzt tanzen alle, oder? Verstanden, ja, ist korrekt, mach das. Ich setze meine Truppe zwischen außerhalb euch vom Priester, also im Süden zwischen Priester und Wald, damit wir euch decken können. Ja, man nennt sie jetzt fest, ne? Alles klar, und Schluss. Jungs, wir sollen ihn festnehmen. Nicht töten, festnehmen. Los geht's. Tagger und Co. geben uns Deckung für alles, was sonst kommt. Felix, ah, da hätt's noch eine Schweizer Guard, läuft die jetzt zurück. Ah, oh, der geht jetzt zurück. Der meldet das jetzt vielleicht. Ja, mal schauen, wie das sich entwickelt. Sie denken, es bleibt spannend. Für sie bleibt es spannend, sie wissen ja nicht. Ja, die tun selbst. Also ich kann natürlich auch sagen, jetzt gehst du dort hin. Oder wenn ich es dann mit dir halte. Oder auch wenn es viel los ist, jetzt geht er weg. Oder hört auf Schiessen. Sie nehmen sie jetzt fest. Ja, fragt, was haben Sie sicher? Du hörst Kabelbinder. Warte für Jogger. Verstanden, schieß los. Dann habt ihr sie jetzt alle festgesetzt, oder wie? Antwort. Hammer, aber man sieht es nicht an der Hände. Animation. Ja, sie halt Antworten. Verstanden, ich gebe es mal weiter an Homebox. Ich weiß eh nicht, was wir mit dem machen sollen, weil sobald das Feuer drunter gebrannt ist, sind die tot. Antworten. Was sind vor allem die Skelette, die hier rumliegen? Die sehen menschlich aus, Fragezeichen. Die auch hier in dem Feuer drin liegen. Antworten. Herr Staat, schwebt da nicht auch noch irgendwas im Feuer? Ich hatte vorher das Gefühl, ich hätte da was gesehen. Antworten. Eine Lampe, Lami, ich kann es ein bisschen beleuchten. Ja, das ist eine Zeltlampe, du nicht blöd, dann wird alles. Verstanden, schwebt da nicht auch noch irgendwas im Feuer? Damit man ein bisschen mehr sieht vom Tanz. Feuersäule. Ich habe gedacht, ihr habt da was geschweben gesehen. Positiv. Jungs, was schwebt hier oben in dem Feuer? Hört auf, es löscht es denn gerade. Irgendjemand vorschlagen? Es schwebt nichts mehr. Jetzt ist es weg, aber ihr habt gesehen, was ich meine. Fuck you! Homebox, Homebox. Ja. Homebox verstanden, antworten. Verstanden, habt ihr schon festgesetzt, irgendwelche Menschenopfer, Feuer und irgendetwas schwebt im Feuer? Ich sehe es aber nicht, was es ist, antworten. Verstanden, habt ihr schon festgesetzt und irgendetwas schwebt im Feuer und offenbar ist ein Menschenopfer im Feuer passiert, antworten. Verstanden. Ja, das ist, was wir haben. Sollen wir weiter Richtung Süden vorrücken, antworten? Verstanden, rücken weiter vor, antworten. Verstanden, Schluss. Gut. Platz für Jogger, antworten. Hab mitgehört. Ja, ja, die folgen euch. Antworten. Sie merken alles. Clever, das kann ich dich nicht einfach vorschicken. Gut, in dem Fall. Eben, zwei, drei sind auch also Angehörige der Armee und sie sind ins Bild. So, und ich muss jetzt mal auf die Schiss. Ich hoffe, sie sagen nichts Spezielles. Warte, wo sind sie? Wir einfach schauen. Hier ist dann die helle Seite. Die werden dann noch ein bisschen einen Kampf haben. Ich muss jetzt dringend aufs WC. Es geht schon eine Zeit, oder? Für Plato antworten. Staunen. Nico hat gerade eine Leiche geplündert. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest. Keine Nachtsichtgeräte, schwarz-weiße Satan-Kleidung, MX plus Beil und Wurfmesser. Sonst ist soweit nichts. Antworten. Verstanden. Das mit den Beilen und Wurfmesser habe ich nicht gewusst, aber
Den Rest habe ich gesehen. Nochmal schauen. Der Homo hat gesagt, ich sage die Schweizer Garde, aber nicht mehr die Schweizer Garde, ist aber schon wieder angezogen. Antworten. Ja, das ist definitiv nicht die Schweizer Garde. Vielleicht soll es sie sein, aber es ist sie nicht. Antworten. Verstanden, ist korrekt. Brauchst du etwas antworten? Ne, das war's. Und Schluss. Warte für Jogger antworten. Schieß los. Bande entschieden noch deine Leute, dass sie um den Helikopter um keinen Sprengstoff sollen verwenden und nach Möglichkeit dann auf das Ding schiessen. Antworten. Gebe ich durch, sollten sie aber eigentlich wissen. Soll ich sie nochmal schön fragen, ob sie mit der Drohne drüber gucken? Hitzesignaturen und ähnliches? Antworten. Verstanden, ja. Schick sie schnell Ruhe, markiere eure Position. Wir bewegen uns mal weiter. Können wir vielleicht irgendetwas synchronisiert machen, antworten. Dann machen wir es, alles klar, hast du sonst noch was? Verstanden, negativ, Schluss.
Lager für Plato, bitte komm. Da unterschick. Hier ist keine Signaturen außenrum. Kalt, soweit. Antworten. Verstanden, in dem Fall doppelt auf Gebäude aufpassen. Wir bewegen uns hier. Antworten. Alles klar, ich nehme an, dass wir euch nachfolgen sollen. Was wird's dann auch machen? Antworten. Verstanden, ja. Unsere letzte Position ist in der blauen Linie rum. Wir bewegen uns auf das Ding zu. Falls wir Kontakt haben, können wir es entweder rechts oder links flankieren. Einfach nur, dass wir dort keinen Plan haben. Antworten. Sie rechnen jetzt. Sie machen jetzt ein bisschen Abbruch unterwegs. Und Schluss. Sie machen jetzt ein bisschen Plan, was wäre, wenn... Achtung! Ja, jetzt musst du nicht wegrennen! Jetzt geht's los! Ja, Digi! Gerade wenn ich aufs Klo komme! Nein, jetzt ist fertig mit Klo! Jetzt geht's los! Wenn sie dann am Fliegen sind, kann sie dann das jetzt mal langsam reagieren. Nein, die Klöpfe... Ja, ja. Sie sind mit den Stimmen abgegangen. Sie sind auf Flüstern, oder? Dann hören sie es nicht. Achtung, jetzt sind wir dann wieder wieder so. Gott, der hat schon gesehen, dort. Schweizer Garten ist nämlich. Aber der Sieg kommt gefährlich nebeneinander. Jetzt fällt es an. Okay, sie fängt an. Jetzt müssen sie alle Gebäude durchsuchen und das alles erledigen. Ja, so wie gut. Ja, sie sind halt gut. Der ist auch weg. Ah, das ist der, den ich zurückgeschickt habe. Gute Arbeit. Da kommt ich vorher recht. Die zünden mit ihren Laser um. Sie haben Laser an der Wand. Was macht der jetzt? Ah, ist das Feuer oben. Okay, jetzt haben sie den Heli. Gut gemacht. Die Einschrift. So, jetzt schauen wir noch den Rest vom Gebäude. Ja, inspizieren alles. Ja, ja, weißt du, dann wäre das nicht überrascht. Bestimmt, ja. Okay, dann schon eine Antwort. Ja, ich bin dann so nett und gebe eine neue. Also, weißt du, es passiert ja eigentlich nicht. Dann ist es vielleicht ein Spielfehler, wenn das passieren würde. Verstanden. Weil sonst ist auch die Mission vorbei und das ist ja etwas blöd, oder? Die ganze Aufwand. Dann müssen wir mal schnell die Medik losschicken zum. Den Nerv. Ach, dann schon. Nerv ist auf Bearing 3, 4. Oh, ist er bewusstlos geworden? Ja, ah, ja, sie haben doch noch ein bisschen Verlust. Er streckt doch bei uns. Dann schon den Nerf auf 349 schnappen, bin mit Nono unterwegs. Jetzt bin ich dann auf den Arzt. Ist doch nicht ganz gratis gesehen, hä? Es zieht dann eine inkomplette Deckung. Das weiß er, ja nicht. Ich weiß schon, dass da niemand kommt. Muss mir noch einen anderen machen. Ja, das war jetzt gemein, aber ja. Das war unlogisch, weil der jetzt hier neu wird kommen, hat sicher die Schüsse gehört. Also, müsste fast eine Zweierpatrouille kommen, die alarmiert worden. Nein, es ist jetzt gut, sie haben ihren Job erledigt. Jetzt geht es zum Beispiel die Hauptmission für die Schloss. Ich wiederholst du bitte nochmal. Ich werde sie ja nicht hier halten. Verstanden, wir haben den Ding bereits gefunden, dass die Stasi schickst. Da haben wir zweimal Verteidigung. Sobald der Nerf in der Stasi kommt, muss der Helikopter springen. Das Antworten. Ihr habt ihn gefunden, wo seid ihr mit ihm? Soll ich nur noch vorbeischicken oder machst der Ding der Sigi antworten? Verstanden, Sigi macht es. Und du mit deinen Leuten den Helikopter sichern. Der Merrick soll sich mal den Heli anschauen. Antworten. Wird gemacht. Kann alles möglich rein da? Das wäre das mit dem Vorlesen hoffentlich. Ja, ja, das wird lustig. Der Vatikan ein bisschen durch den Dreck ziehen, was da alles so im Heli verstellt hat. Sind sie erst alles sicher noch. Es wäre blöd, wenn sie den Heli starten, kommt aus dem Gebäude ein und dann ist es vorbei. Darum sind sie so vorsichtig.
Wer hat jetzt geschossen? Ja. Jagger für Plato wird bekommen. Verstanden, schick. Nico hat das schon erledigt, der Hubschrauber ist gut. Antworten. Verstanden, im Fall. Ja, Nerf und American Flüge. Da sollte ich was machen. Ja, ja, ich hast voll Lufttank. Das ist alles klar. Klar. So gemein bin ich das schon nicht. Wir müssen zuerst noch Sprit suchen auf der Insel. Nee, ja, das kann kommen. Nein, denn das verzögert nur die Mission. Die Hauptmission ist im Schloss. Das ist ja nur, dass wir ins Haar, damit wir zum Schloss kommen. Ja, eben. Ich werde es im Schloss haben und dann kommt. Das muss mit dem Aggression machen. Jetzt reden etwa 50 Leute gleichzeitig, ich verstehe kein Wort. Es ist noch nie im Heli. Sie ist sicher ein Nerf. Ah, der Nerf ist drin. Plato, kommst du zu mir? Wir möchten schon einen Nachbesprechen. Wir können mal anschauen, wie es weitergeht. Ah, jetzt schau es mit der Drohne. Wenn... Ah, alles klar, mach ich schon, gell. Wo ist jetzt? Mega lieb. Mehr, wenn ich direkt kann. Eben, ich geh noch ein bisschen weg, damit es mir nicht stresst. Was los? Es sind dann alle drin. Ich will jetzt zuerst besprechen, was sie machen. Oder Handy angeschaltet. Es sind dann alle drin. Nein, wieso? Das macht. Nein, es macht keinen Sinn. Der Vatikan ist hier gelandet für die Patrouille, damit die ihr ein Ritual machen können. Und dann hat er sicher keinen leeren Tank. Hat er vielleicht zumindest einen halbvollen Tank, oder braucht es kein Benzin zu machen. Ein Heli ist sicher immer tankt, damit sie wieder zurückfliegen können. Warte, jetzt muss ich schnell zuhören, was die da machen. Besprecht, was sie da machen. Dort habe ich es getestet, genau in dem See. So geil, sie machen es so, wie ich es getestet habe. Ich habe es hier getestet, dass das, und dann läuft es das alles und gehen zum Schloss. Man hat jemanden stranken. Okay, es geht los. Zwei Piloten an Bord, einen gibt den anderen noch Tipps.
Was geht da rein? Die Heizentrist, die werden nicht zu einer Flüge. Ja. Sie werden gesehen vom Schloss aus, oder? Aber es ist der Vatikan-Helikopter, der fliegt ja eigentlich nur zurück, theoretisch. Also es würde noch keinen Verdacht erregen. Drum. Wieso hat es den SOS-Logos? Ah, das ist der Heli. Ah, jetzt ist es mega weit ab, damit sie ihn nicht sehen. Jetzt fliegt es unter Radar. Ja. Damit sie vom Schloss sind, nicht gesehen. Ich kann dir gerade mal zeigen, ob man vom Schloss etwas sieht. Jetzt ist er eh außer Sicht. Das Schloss ist so weit weg, da siehst du gar nichts. Da siehst du noch gar nichts. Das ist einfach nur Wald, oder? Sie fliegen jetzt genau unterhalb vom Wald. Du siehst, von hier siehst du nichts. So, mal schauen, wie sonst noch drei Kinder geht. Ja, ich habe eigentlich noch gar nicht gezeigt. Warte. So. So, da sind unsere Geister. So. Ja, es ist. Ich habe nur Anzüge gehabt. Es gibt auch keine Kinder in dem Spiel, also das fehlt. Da hat auch noch niemand einen Mod gemacht dafür. Das fehlt echt. Ich kann ein bisschen improvisieren. Aber wir haben eure Stimme und von dem es wirkt dann schon authentisch. Ich kann ja auch so tun, als ob ich den Ali hätte. Also, ich hätte nicht das Schützengarten durchgehen. Oh Mann. Ja, das passiert halt. Sie sind halt übergenau. Ja, wie schön das aussieht mit dem Mondlicht. Sieht man den Heli eigentlich? Ja, mit Thermalsicht siehst du nicht, wie siehst du? Das ist der Wahlgerät und das Ding ist halt heiß. Was ich auch herausgefunden habe, wenn es im Winter, Januar spielst, die ganze Karte, dann siehst du nichts vom Boden, es ist alles kalt. Jetzt ist Sommer, jetzt sieht man die Bäume ein bisschen, weil sie ja noch warm sind vom Tag. Das habe ich auch noch umgestellt. Eben, darum ist das Ganze bis um 2 Uhr morgens gegangen, weil ich all die Sachen noch viel geschliffen habe. Sonst würdest du im Thermal nichts sehen. Gerade für Drohnen ist es halt wichtig. Ah, warte. Das ist die Karte, die sie gemacht haben. Ah, er hat jetzt einen Kreis gezeichnet. Sie schauen jetzt, dass sie eine möglichst unauffällige Anflugroute haben. Und nachher haben sie hier Checkpoints, nehme ich an. Oder mögliche Landepunkte, ist recht. Gehen wir zurück in die Ansicht. Sorry, jetzt ruckeln sie, Jungs. Jo, es gibt einen Lag. Entschuldigung, ist gerade wieder gut. So. Jetzt mache ich nichts mehr im Zeus-Interface. Jetzt sind sie nämlich am Laden. Homebox verstanden, antworten. Verstanden. Bis jetzt alles sehr seltsam. Wir haben irgendwie mit Faktor noch Marihuana dabei. Und versuchen jetzt gerade um den Strand zu landen, um einigermaßen undicht zu landen. Und dann Vorsuchskundschaften. Wir haben auch schon mehrere Kontakte nicht antworten. Verstanden. Was haben wir nochmal im Heli dort dabei? Ich habe verstanden. Marihuana antworten. Verstanden, das ist korrekt. Damit wir Kultusmannen fest, Gummibären, Special Documents, zeigt über Sodium, Kassel Snacks, Pizza, Nuts of Bobade, so sind wir die Gastin, Kassel Fotos, Money, ein Kilo of Sherker, was immer das noch ist, ein Kilo of Kokain, ein Kilo of Korin, Pile of Money. Okay, verstanden. Das ist definitiv ein Hinweis, dass der Vatikan seine Hand ganz, ganz dreckig hat. Wenn ihr auf dem Schloss sind, dann können die Leute, die dort sind, festnehmen. Wenn sie Widerstand leisten, dann können ihr entsprechend Gegenmaßnahmen in Leute antworten. Verstanden. Schloss eindringen und alles umlegen. Ist das korrekt antworten? Na, semi-korrekt. Einzudringen und falls es halt irgendwie, also wenn es Zivilisten dort hat, die bitte retten vorher, antworten. Verstanden. Keine Gnade, auch alle Zivilisten töten, antworten.
Falsch, nicht richtig. Zivilisten retten und alle, die Widerstand leisten, umlegen. Antworten. Verstanden. Alles festnehmen und Zivilisten umlegen. Antworten. Nicht richtig. Zivilisten retten und alles andere umlegen. Antworten. Verstanden. Exterminatus. Alles umlegen, was wir sehen. Antworten. Nein, immer noch nicht richtig. Zivilisten sind wichtig. Darum schicken wir keine Atombombe auf die Insel. So ein Spezialteam rettet die Zivilisten und erledigt den ganzen Rest. Antwort. Mach noch ein bisschen Spiele! Also, zum Heli wieder. Ja. Jetzt ist gut. Antwort habe ich gesagt. Ja, antwortet nicht. Ja, ist gut. Verstanden. Jetzt antworten. Verstanden, also. Eigentum accepted und casualties, und wenn es irgendwie geht, sollten wir irgendjemand gefangen ist. Das ist korrekt antworten. Ja, einfach raus begleiten. Antworten. Verstanden, wir begleiten zu Heaven's Door. Antworten. Verstanden, ihr begleitet zu Heaven's Door. Es kommt langsam gut. Antworten. Verstanden, okay, gut, wir können in den Palast umlegen. Schluss. Schauen wir mal, was man findet. Schluss. Gut. Immer der, der mich anfängt, muss auch Schluss sagen, darum sage ich nie Schluss und sind wir antworten. Das sind halt so Funkregeln. So. Er macht damit Spiel. Wenn du halt so einen routinierten Armee-Mensch vor dir hast, lass ihm immer reinlaufen. Sie dienen jetzt hier das Ding sichern, die ganze Landekiste, damit nie keine Überraschung kommt. Siehst du, jetzt machen sie einen schönen Halbkreis. Oh, sie haben Kisten nicht transportiert. Sie hätten noch eine Kiste mit Munition transportieren. Hat es halt nicht gemacht. Plato hört immer noch. Und das haben sie nicht gedacht. Bestanden, Plato. Die bin ich immer Kisten mit, dann haben sie die Möglichkeit, das selber zu Maverick und das ist heisst, gib uns Zubehör und Verstärkung. Und sag, ich habe die Kiste, ihr habt alles mit der Organisation. Näher rauf und hinten. Und dann bewegen wir uns halt los am Pfand vorbei und schauen mal, ob wir aus das Ding rüber schauen können. Auf das Fort vom Strand aus. Ja, das Schloss ist schon noch ein Weg. Es gibt schon noch einen Weg zu laufen. Ich schließe mich einfach mit Nono euch an. Habt ihr richtig verstanden, Anton? Verstanden, nein. Ja, halt einfach in die Nähe. Ach, sicher nicht. Du kannst immer mit Nono selbstständig. Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich eher ruhigere Phase, jetzt müssen wir ganz lang laufen. Geschickt den Nerf, antworten. Gemütlich, jetzt kommen wir zur Nacht essen. Okay, ich krieg Nerf, Nono hat drei Koffer, lauf hinterher, die anderen zwei bewachen. Ah, doch noch? Alles klar, antworten. Verstanden, korrekt. Okay, nee. Wir sind gegangen. Das heisst, sie laufen, so habe ich es verstanden, nicht vorher. Wie warm ist er jetzt eigentlich? Ja, es ist mal Feuer heiß, da ist... Würde man noch sehen auf dem Thermal. Okay, ja. Sag deinen Leuten noch, dass sie den Laser ausschalten sollen, wenn wir ihn nicht brauchen. Wenn wir Kontakt haben und sie immer noch keine Nachtsichtgeräte haben, können wir auch die Blinker verwenden. Antwort. Ihr habt Nachtsichtgeräte, hä? Ihr habt doch Nachtsichtgeräte. Ja, sicher habt ihr Nachtsichtgeräte, sie sind direkt und sie sind aktiv. Okay, ist das irgendwas anderes? Jagerverbindung 3, Plato-Verbindungskontrolle. Verbindung 3. Das gab zwei Emotionen. So. Verbindung 3, Schluss. Ja. Der Maverick wartet jetzt im Heli. Oh, wacht im Kabel. Ich habe mich schon gefreut, es gibt etwas knabbern und denkt, ich so doch nicht eingeladen. Es gibt ein Erdbeben im Spiel, wenn ich die zusammenbeiß. Start of Merrick, wir haben noch einen Short Range auf Channel 3 gewechselt, damit wir nicht interferieren mit euch. Verstanden, guter Punkt. Okay. Jetzt nimmt es mich schnell runter. Eigentlich könnt ihr mich jetzt auch auf die Insel beamen. Dann ist der Funkkontakt besser, ich bin eh unsichtbar. Gehen wir da an. Homebox. Homebox verstanden, antworten.
Verstanden. Alpha 1, 1, wir sind unterwegs von der Insel Inverts. Wir haben zweimal zurückgelassen, um den Helikopter bewachen und Drohnen später sitzen und bewegen uns jetzt mal vorwärts, um mal einen ersten Deckungs vorzuwerfen. Antworten. Verstanden, ihr rückt Richtung Insel vor und haben zweimal im Heli zurückgelassen und Drohnen babysitten. Antworten. Stand ist korrekt. Nerv hat übrigens die Alpha 1-2 gewechselt. Antworten. Stand, Nerv hat in Alpha 1-2 gewechselt. Antworten. Verstanden. Irgendwelche Hinweise sonst für uns? Antworten. Bis jetzt ist mir nicht bekannt. Antworten. Verstanden. Schluss. Alles gut. So. Ich gehe an mich ab, damit es nicht so windet. Da windet es so. Ich habe den Wind abgestellt. Warte, also bin ich 3. Ich bin im Moment in der Drohne auf dem Long Range erreichbar. Ich fahre eine Karte voll Kotzen für euch. Antworten. Nachher will ich auf die Karte legen. Und wir kann das Wetter. Verstanden. Ja, vor allem, du siehst ja, wo wir uns etwa hinbewegen. Dort ist die Küste. Küstengebiet zu sehen. Antworten. Windspeed ist auf ganz klein. Verstanden. Küstengebiet von eurem BO. Wir schauen dort schnell ab, das ich verändere es nicht. Ich update die Karte, trade, wenn irgendetwas out of the ordinary ist. Was hat er denn auf die Karte gezeichnet? Ah, noch nicht gross. Da ist der Gin, der Chinook, der Helikopter. Und der Fatal in der Drohne wird jetzt die Karte markieren mit Sachen, die man sieht. Ja, hat sicher schon Sicht, das Ding. Auf Schlössli. Ich gehe mal schnell schauen, wie das aussieht. Wenn ich am Funken bin, oh, was ist das dort, was so knuspert? Ja, und unsere Geißle, das ist gut, unsere Geißle haben Hunger. Das wird so lustig. Dann gegen etwas schmeckt gut. Oh, ah, oh. Ah, warte, ich muss schnell. Ah, jetzt ist er da mit, er hat schon Sicht aufs Schlösschen. Oh, wackelig. Noch ein Tank nicht sagen. Ah, sie kommen doch recht gut voran. Erste Posten, zweite und dort da sehen sie Schlössli und dann gehen sie vor. Dann kommen hier noch ein paar Patrouillen. Und das Hauptding ist dann da. Ja, die gehen da hin und her. Oh, treffen sie es wieder gerade. Es ist halt hier ein Weg, oder? Sie laufen halt den Weg entlang. Die eine hier und die andere macht den Weg von hier bis hier. Da ist noch ein Häuschen. Mit so Mopeds vorne, also so Quatz. Warte, wo haben wir das? Ja, ich so ein Häuschen mit Quatz. Und zwei Patrouillen. Ah, die Schweizer Garde, der ist doch ein bisschen mobil im Dschungel. Ah nein, oh, das sind ja Blauhelme, stimmt. Blauhelme haben ja auch noch ihre Finger im Spiel, wenn es um Menschenhandel geht. Das werden sie dann auch noch melden. Also, es liebt. Nö. Hier nicht. Und vielleicht auch in echt nicht. Wir spielen es jetzt einfach mal so. Also, jetzt kommen wir hier zum See. Karte für Jogger. Verstanden, schick. Ist voll idyllisch hier, weisst du, mit dem Mond. Wir gehen nördlich um den Süßwasserpond um. Ich will ihnen wirklich ins Mond stehen und warten. Komm, wir chillen es hier eine Runde. Macht Sinn, wir sind hinter euch in der Linie. Sogar Schaum im Wasser. Kann der Boden da auch noch verschlossen. Ja, auch nicht gesagt. Sieht man die, wenn sie jetzt so über... Ah, sie sind erst da. Sie sind ganz dicht im Dschungel noch, immer noch. Sieht man die, wenn man es jetzt so... Wenn es dunkel wäre... Ja, siehst du nicht, hä? Ist auch dunkel, ist auch Nacht. Ja, immer am Pfeifen ist es aufhören. No-No! Der No-No ist am Pfeifen. No-No, du fällst! Wer die Alpha ist, ist am Pfeifen, soll aufhören. Macht es auch selber. No, ich höre, dass du bist. Du bist. Los, es zeigt es einmal in den Pfeif. Das macht das Symbol zum Sprechen. Mach sie Scherz. Was ist da, wo du mit drüber klettern? Ah, zwei Wurzeln. Ja, Taste V. Gut. Geht weiter, da kommt jetzt... Ah nein, jetzt sind sie schon am See vorbei. Ah, sie gehen da rund um mehr. Den kann ich wieder wegmachen. Das ist die ganze Truppe.
Ah, sie sind eh bei der Drohne. Und sie sind im Heli. Das macht es eigentlich gut. Der Heli muss ja auch bewacht werden und er ist eh in der Drohne. Dann kann man das gleichzeitig machen, während dann die anderen vorgehen. Ja, manchmal gibt es auch ein grösseres Chaos, gerade wenn viel läuft rundherum und dann müssen sie alle verbinden und dann geht es auch nichts erleben. Danke. Jetzt denke ich, das ist nicht so krass geworden. Und ich meine, sie sehen das Schlössli, bevor sie angreifen, dann können sie selber entscheiden, wie sie es gerne hätten. So, das sind die zwei, drei Blümchen im Dschungel. Oder weißt du, was ich... Warte, für Jogger antworten. So, Pfeifen abgestellt, sind jetzt noch beim See und wahrscheinlich gleich zu euch aufgeschlossen. Antworten. Verstanden. Wir haben den See bereits nördlich passiert und bewegen wieder zurück auf die Route. Antworten. Okay, wir sind hinterher. Lesen dann aber zu euch auf. Alles klar und Schluss. Warte auf den Jogger, antworten. Total verstanden, schick. Verstanden, wir passieren gerade den Süßwasserpond und bewegen uns zurück auf unsere Route. Einfach für eure Info, dass ihr wisst, bei mir so ein bisschen umgeistert. Antworten. Verstanden, Süßwasserpond nördlich passiert. Ich bewege mich weiter zum BO. Ich habe nachgeschaut, der BO sieht so klein aus, wie ich aussehe. Ich sehe nicht sonderlich wie die Bäume in meinen Antworten. Verstanden. Du hast gerade bereits vor der Kasse noch keine Zeit, um zu nachschauen. Antworten. Verstanden, das ist richtig. Ich werde jetzt das Leute-Pattern anpassen und bei Homebox anfordern, dass wir die Höhe auf 1500 droppen, in der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen mehr rein sehe. Aber was ich gesehen habe, 70 Meter Höhe, das ist eingezeichnet. Antworten. Verstanden. Okay, das zählt noch einige Muss. Ich muss mal in einer ruhigen Minute Zeit nicht zum Karten anschauen. Habt ihr sonst noch irgendetwas gesehen, wo sich außerhalb von der Festung bewegt oder so? Irgendwelche Hinweise auf Patrouillen? Antworten? Verstanden. Beim kurz durchscannen, vor allem von eurem BO, habe ich nichts gesehen. Werde nochmal schnell scannen, ob ich irgendetwas entdecke. Ja, da habe ich irgendetwas gesehen. Es ist irgendetwas rum und ich muss es genau in die Karte bringen, antworten. Verstanden. Wir bewegen uns weiter. Ist es gerade irgendetwas, wo direkt ein Problem für die Antworten? Verstanden. Unmittelbar nicht. Sie sind in der Landenge vor Festung weg Richtung Süden unterwegs, wo ich zwei sehe. Ich schaue sie gerade auf die Karte, dass du antworten. Verstanden, okay. Wo sind Hansi? Antworten. Verstanden. Da taucht noch ein bisschen mehr auf. Machen Sie sonst schnell einen gesicherten Halt. Ich muss mit der BO noch mal anschauen. Antworten. Verstanden. Schau es mir gerade an. Danke für Plato, bitte komm. Wir sind jetzt gleich beim eingezeichneten X-Marker angekommen. Antworten. Verstanden, ja, wir möchten da kurz um gesichert halten, dass ich kurz auf die Karte schauen kann und zum Alpha 1, 3 ein bisschen Zeit geht zum Zeug einreisen, wie scheinbar bewegt sich etwas auf unseren Beobachtungsposten zu von Süden her. Antworten. Alles klar, friendly incoming. Verstanden, ich kann es meinen Jungs weitergeben. Ich hoffe, ich kriege irgendwie eine Kugel an. Antworten.
Jugger. Bestanden, Frage, Schick. Antworten. Bestanden, Schick. Du bist direkt weitergelaufen, richtig? Antworten. Verstanden. Wie meinst du direkt weitergelaufen? Wir sind beim markierten Punkt auf 074013. Antworten. Klar, zähl nochmal geschwind deine Leute durch. Verstanden. So, wie viel? Sigi. Irgendwie gerade rum. Ah ne, der hat in den Busch, hab ihn gerade gesehen, sorry. Eagle Snake, ich habe meine Leute, antworten. Ja, der war direkt hinterm Blatt verborgen für mich geschwind. Sorry, ich hab gedacht nicht, dass du einen verloren hast unterwegs. Sorry. Verstanden. Bis einmal zu viel als einmal zu wenig. Schluss. Alpha 1-3 für Alpha 1-1, antworten. Alpha 1-3, verstanden, Schick. Verstanden, wie sieht's aus? Können wir uns Seite bewegen? Antworten. Verstanden. Die eine, die zwei Truppen, die ich eingezeichnet habe, die Richtung euch unterwegs ist, habe ich mich komplett aus den Augen verloren. Eventuell ist das die gleiche wie die, die ich eingezeichnet habe, die sich von euch wegbewegt. Ich kann nicht vouchen dafür. So wie ich sehe, ist es super. Antworten. Verstanden. Ja, es würde noch Sinn geben, dass irgendjemand die Buch patrouilliert. Wahrscheinlich haben wir es gegenwärtig. Haben die Native Villager schon angesehen? Ist dort irgendetwas? Antworten. Verstanden, ich schaue gerade schnell über die Augen drauf kriegen. Wait one. Alpha 1 von Alpha 3. Keine Thermalsignaturen, aber ein aufzeichnetes Helipad zumindest drin. Antworten. Verstanden, wahrscheinlich hätten sie uns die Idee gehabt, dass wir dort landen. Antworten. Verstanden. Wäre nicht die beste Idee gewesen, aber wir hätten einen wunderbaren Landeplatz dort gehabt. Antworten. Verstanden. Ja, ich brauche mal noch Plato. Es ist etwas. Antworten. Verstanden, negativ. Ich provide wieder Overwatch, halte noch am Laufenden. Antworten. Verstanden, Schluss. Alpha 1-1 für Alpha 1-2 für Alpha 1-1, antworten. Jawohl, Plato hier, antworten. Verstanden, wir haben uns bereits weiter bewegt, ich hoffe, dass du das mitbekommen, antworten. Negativ, ich habe nach hinten abgesichert, wir kommen nach, antworten. Verstanden. Ja, ich muss eh warten, irgendeiner von mir Leuten kann irgendetwas jabbern, antworten. So jetzt, sorry, wir haben den Kappa aufgegabelt. Antworten. Verstanden, danke. Ja, wir warten auf euch, dass ihr aufschließen. Antworten. Nicht nötig, denke ich. Wir können einfach bis zum nächsten durchlaufen. Die Linie ist ja eingezeichnet, wir folgen einfach der. Antworten. Verstanden, nein, es ist mehr wäsch, falls wir Kontakt haben, dass wir nicht zu weit voneinander verteilt sind. Antworten. Okay, hab verstanden, wir sind unterwegs. Ungefähr 75-14 und sehen euch wahrscheinlich bald und Schluss. Welcome back. Weil sie Führung übernimmt.
Bombox Alpha 1-3, antworten. Bombox verstanden, antworten. Verstanden. Wäre es möglich, Drohnen auf 1500 Meter abzusenken, antworten? Muss schnell nachschauen, Moment. Zur Auswahl ist dann 2000 Meter oder 500 Meter, so wie im Kontextmenü auch antworten. Warum sagst du nochmal? Ich schau, was der Kontrolle südlich von uns. Ja, Frage. Hätte ich geantwortet. Okay, macht er nicht. Er wartet noch in der Antwort. Ambox Alpha 1-3 hat das Problem erkannt. Never mind me, dem Fall. 500 ist mit Steu Schluss. Gut. Ja. Ja, so tief wird das nicht haben. Nein, ich habe halt nur die Optionen, oder ich könnte sie nur 500, 200 oder 50 Meter haben. Und das ist halt. Ja. Geht jetzt halt nicht. Es ist natürlich ein bisschen langweilig, ja, also schon. Ja, so ein paar Sachen weg. Ich wollte nur mit dem Kampf ausprobieren. Ja, ich bin nur Zeug geschützt, was? What the fuck? Snake! Snake! Was ist das für Zeug, was du gezeichnet hast? Was planest du? Das ist etwas, was der Place ist. Ah, er schaut mit dem Feldstecher, siehst du? Hey, nicht so spicken! Wenn es in die Tastatur geht, ist nicht gut. Dann haben wir das so ein Problem wie hier. Das ist stressig, was sie jetzt hier sehen. Ist geil, dass sie so viel. Ich null tactical skill, ob ich den Ding haben. Wir sollen die ganze Menge der Linie nach. Ich glaube, wir sind schon standard. Und, Da ist die Kontrolle auf dem Weg, sonst bewegen wir uns dann sofort an Antworten. Alles klar, habe verstanden. Antworten. Verstanden. Ich hab nur noch gemerkt, wenn sie das Mic da die ganze Zeit irgendwelche Art aufpickt oder so. Naja, in dem Fall Schluss. Okay, Leute, wir sind gegangen. Was mach es. Ich denke dann, wir werden wahrscheinlich den nächsten Kontakt haben mit zwei Mann-Patrouille, die hier im Ding in Wald rumstolpert hat. Und dann mal gucken. Okay. Dann kommen wir hier ans andere Ende. So. Alpha 1, 3, 4, Alpha 1, 1, Antwort. Was machen Sie da, Mary? Alpha 1, 3, 4, Alpha 1, 1, Antwort. Ich hab mich nicht, wenn du die Karte mal anschaust, mit den Röhrlinien und so.
Alpha 1, 2 für Alpha 1, 1, Antwort. Alpha 1, 2 hier, Antwort. Verstanden, verwünschst du Alpha 1, 3, Antwort. Negativ, ich brauch kein Kombieren. Ich hab die vorhin geschwind mit dem Shadow quatschen gehört und hab ihre Seite fast nicht verstanden. Shadow konnte ich verstehen. Ich glaube, dass wir schlicht und ergreifend im Funk keine Chance mehr haben, Antworten. Verstanden, ja gut, das ist ein Nachteil, wir haben da nur das heißt, die 4, ja. TP, in dem Fall, nach gut dünken, Dinge. Der Russ auf den Gegenstand, alles auf bewaffnet ist und sich wert kann erschossen werden, Zivilisten sollen nach Möglichkeit Leben lassen, antworten. Rules of Engagement, Total Carnage, haben verstanden, antworten. Verstanden, korrekt. Alpha 1-2 von Alpha 1-3, antworten. Alpha 1-3, 1-3 Grad, auch so verstanden, antworten. Verstanden, korrekt, Schluss. Ging nicht an dich, ich spreche gerade mit den 1-3 an. Gib mir eine Frage. Der Wind jetzt besser. Alpha 1-3, bitte glauben. Ganz schnell. Homebox verstanden, antworten. Ja. Verstanden, hätte noch Funkkontakt mit Alpha 1 oder Alpha 1 2 ich habe kurz einen Sprachfall. Verstanden, ich habe noch Funkkontakt, antworten. Und Schluss. Nicht verstanden, Interferenz, ich kann wiederholen. Mhm. Verstanden, ich habe mit beiden Teams noch Funkkontakt, antworten. Wiederhole, schwer verstanden, ich habe keinen Funkkontakt mehr führen. Bitte relayen zu Alpha 1 1. Was ist eure Position und Länge unsere Informationen aus der Drohne nicht? Antworten. Verstanden, diesmal kann ich euch vernünftig hören. Ich leite weiter. Unsere Position ist gerade etwa 8008. Alpha 11 ist knapp vor uns. Ich gebe es weiter und melde mich dann wieder bei euch. Antworten. Okay, ich lasse mich Relay sehen. Nicht verstanden, Homebox, wiederholen. Verstanden, ja, Inferenzen gehabt. Ich müsste beim Alpha 1-1 nachfragen wegen der Position und ob die Information auf der Drohne lang ist. Das richtig? Antworten. So, jetzt. Verstanden, das ist korrekt. Antworten. Verstanden, wird es weiterleiten. Antworten. Verstanden, ich warte auf Rückmeldung. Schluss. Alpha 1-1. Laptop, Schnauze, ich muss jetzt funken. Alpha 1-1 von Homebox antworten. Alpha 1-1 hört antworten. Verstanden, ich muss ein bisschen Relay spielen für euch. Das Drohnenteam gehört euch nicht. Was ist eure Position und Länge der Informationen von der Drohne? Antworten. Verstanden, die Drohneninformationen sind gut. Das könnte den Umstand bereit machen, um mit dem Chinook überzuschieben, um uns aufzupicken, falls das Ganze aufgeht. Und Wir sind am Vorrücken auf Ding, aufs Castle. Wir sind im Moment auf 081005. Antworten. Verstanden, ich muss schnell aufschreiben. Moment. Ja, fuck. 081055. Also, Alpha 11. Position ist 081055. Ist das korrekt? Antworten. Verstanden, falsch. 082005. Antworten. 2005. Was? Okay, 082005. Antworten. Verstanden, korrekt. Ist nicht schlimm, Antworten. Einfach die Tolle, ihr seid am Vorrücken aufs Schloss, ihr seid auf dieser Position und Drohnenteam soll sich bereit machen, um euch aufpicken, falls das Ganze schief läuft. Ist das korrekt, antworten? Verstanden, ja, falls es gut läuft oder so. Wir müssen nicht den Heli aufheizen, sondern sollten sich einfach mal einen Plan machen, wie es möglichst schnell die Überkämpfung zu mal aufpicken. Antworten. Okay, super, werde ich so weitergeben. Antworten. Verstanden, Schluss, habe ich jetzt nicht per Funk gehabt, aber okay. So, was hat mir jetzt gesagt vom Zahl von 1-3 ins Drohnenteam? Shit, ich muss mir einen Funkplan machen.
Alpha 1, 3 von Homebox antworten. Alpha 1, 3 verstanden antworten. Verstanden, was ist denn jetzt so lustig? Also, ich habe Informationen von Alpha 1, 1. Sie sind an Position 082005 antworten. Nicht verstanden, ich habe nur gehört, antworten. Ich will nochmal überholen, antworten. Ich höre es nicht auf dem Funk. 082005 ist korrekt, antworten. Er macht es absichtlich, die Sache. Alpha 1, 1 von Homebox, ich habe nichts gehört am Funk. Nochmal wiederholen, Antwort. Ich kann das Telefon spielen. Ah, oh, fuck. Alpha 1, 3, Alpha 7. Wiederholen, Antwort. Ich verschiebe mal mein Mannstötchen. Das ist ein Versuch. Alpha 1, 3 von Homebox, Funkcheck, antworte. Danke, wir sind ja was noch von der Kontaktkante, wir machen gerade zu langsam, gibt es noch nicht viel zu antworten. Bande, Verbindung 3, Bande 4, antworten. Homebox verstanden, es war ein bisschen viel Inferenzen. Also, nochmal zum Wiederholen, 082005 ist korrekt. Die Informationen aus der Drohne haben gelenkt und ihr solltet euch parat machen, also einfach einen Plan überlegen, falls ihr die anderen mit aufpicken im Schloss antworten. Verstanden, Informationen ausreichend, sie sind am Vorrücken. Wir müssen uns überlegen, wie genau das mit Knights in Shiny Armor können sein, wo die anderen aus dem Scheiße sein antworten. Verstanden, das ist richtig, so Schluss. Hey, jetzt müssen Sie sich einen Plan überlegen. Ja, ja. Von der Karte, ich zeige das nachher gerade. Jetzt kommt da schnell ein bisschen Position, damit ich die anderen wieder besser gehört. Oh, knapp gewesen. Also, Karte. 082. Oh, das zeigt es doch gar nicht. Ah. Das zeigt doch keine Zahl. Hoppla! Was ist das gewesen? Woher? Keine Ahnung, nein, das ist irgendein Blindgänger. Ich vermute es mal stark. Ich sage, keine Ahnung, was das gewesen ist. Ich habe nur gehört, Bumm machen. War das eine Mine? Antwort. Verstanden, nein, das ist eine Granate, die jetzt einen neuen Spacing beibringen. Sie haben eigentlich eine Granate geschossen, um euch Spacing. Ich halte noch einen Fast vor dem Schluss. Jetzt kommt dann dort die Patrouille auf dem Strand entgegen. Haben Sie es ja schon gesehen? Ah, sie sind immer noch chillig. Sie gaffen immer noch in den Himmel wegen der Drohne. Das
Ja, es wird sehr spannend, da kommt dann die Patrouille entgegen. Sie kommen automatisch, es wird jetzt noch spannend. Was machen die? Sie gaffen Drohnen an, weil das Licht nicht abgemacht worden ist von den Drohnen. Siehst du dort? Ja, eben leider. Dort ist die Drohne, seht ihr so einen Satellit. Ja, könnte man, haben sie aber nicht gemacht. Also, ja, ich könnte es, aber ich möchte, dass sie das merken. Ich meine, das wird dann kritisiert am Debriefing. Oder dann ist es ein Bug und zeigt es nicht an. Danke für die Platte, bitte komm. Verstanden, schick. Nur nochmal kurz zum Mitschreiben. Warte, ich zeige euch schnell auf der Karte. Ich habe die Granate geschmissen, weil die Spacing nicht auseinandergehalten haben. Zeigt mir die Zahlen gar nicht an. Verstanden, ja, mir vielleicht casual eine Krankgranate aus dem Hosensack geht, in einem Block, der hinter mir hergelascht ist. Das könnte ich nicht, ja, antworten. Okay, normalerweise Verständnis für sowas, aber nicht, wenn eventuell Patrouillen noch in der Gegend sind. Achtung, jetzt ist der langweilig, jetzt ist Konzentration vielleicht nicht mehr da. Verstanden, aber ich habe eine Chance, dass es kontrolliert verarzten, als nahe, wenn es tatsächlich eine Feindgranate im Kopf fliegt. Aber das war Oh, die Drohne sieht etwas. Achtung. Die Drohne hat etwas gemeldet, jetzt wird es lustig. Jetzt was von mir, ich mach den Funkkanal frei, die diskutieren immer noch. Guten Tag. Beide, ja, beide reden. Oh, jetzt sehen sie, dass Blauhelm sind nachher. Ein Ziel aufgeschaltet. UN Blauhelm. Ja, ja. Das war das schon. Ich werde das jetzt untersuchen. Ja, du kannst dir irgendetwas überlegen, was du sagst. Du bist einfach dort wochenlang eingesperrt gewesen und jetzt können wir endlich Leute dich befreien. Alles klar, Daniel, ich bewege uns mal vor. Ist das der zweite Ding da? Also, sie haben es natürlich. Sie sind in Alarmbereitschaft. Haben sich verarztet. Was hast du schwarz markiert? Ah, Patrouille haben sie gesehen, gut. Sehr schön, alles einzeichnen. Jawohl, verstanden. Achtung, sie gehen anschauen, was es ist. Verstanden. Okay, das sieht schon mehr nach irgendwas Paramilitärischem aus, was hier rumrennt. Hat aber immer noch keine Nachtsichtgeräte. Schau doch den Helm an. UN, der Helm ist blau. Alles klar, soll man Halt machen und dann weiterlaufen, antworten. Verstanden, sobald mein Kind zusammen ist, können wir eigentlich weiter antworten. Okay, verstanden, und Schluss. Ah, sie haben nicht gesehen, dass es blau ist, es ist halt Nacht und dunkel, es sieht halt in der Nacht schwarz ist. Ich nehme an, wir können die Laser wieder verwenden, seht, nachdem wir keine Nachtgeräte haben. Antwort. Das wird lustig. Verstanden. Wenn die Herd herkommt, könnt ihr ihn nicht mehr verwenden, aber sonst lassen wir mal noch auf, bis wir ihn brauchen. Antworten. Sehr gut, Sigi, hast du gesehen, dass blau hält? Verstanden. Und Schluss. Ja. Plato hier, sorry. Antwort. Verstanden, kommen wir uns wieder abbewegen. Ihr könnt die Spitzen überlegen. Jo, es wird lustig. Problem, wir warten, dass er vorbei sein, laufen euch hinterher. Antwort. Negativ, ich bin auf dem Spiel. Ja, okay. Ja, je nachdem auch nicht, weißt du. Je nachdem bleiben sie auf der Position. Ich weiß noch nicht, wie sie es machen.
Aber wenn die nach der Schweiz kommt, auch und die nur gesagt. Da ist dann das Häuschen mit Quatsch. Da kann sich nicht schnappen. Theoretisch, aber dann hört man sie auch. Also man kann das wirklich. Wie geht es eigentlich der Drohne? Müssen wir da noch tanken? Drohne. Ja, es ist noch, es hat noch ewig. Wieso ist die denn vorher so schnell runter? Weil Wind war, denke ich. Ja, es ist genau gleich Wind. Also ich habe probiert, den runter zu stellen, aber... Er hat die Sichtweite nicht ganz. Maverick, Sichtweite ist. Dann tust du wachen! Achtung, die nächste Patrouille! Du möchtest unterschreiben. Ja, die glänzende Einzige im Himmel, das stört Kuren! Ja, weil das Licht von der Drohne nicht abgestellt hat. Ja, die ganze Bauch. Hamburg, Hamburg. Oh, was verstanden, Antwort. Verstanden. Wir haben eine wichtige Patrouille ausgeschaltet. Schon haben Sie das UN-Blauhelm gesehen? Antworten. Verstanden, UN-Blauhelm. Okay, antworten. Verstanden, nein. Das kommt nicht mal in die gleiche Galaxie mit dem Wort okay, der Satz. Antworten. Verstanden, ich nehme es einfach so zur Kenntnis. Okay, antworten. Verstanden. Okay, wir haben schon mal über weitere Kinderschänderring gefunden. Antworten. Verstanden, weitere Kinderschänderring gefunden. Da haben ja noch viel mehr ihre Finger im Spiel. Jo, okay, antworten. Verstanden, Schluss. So. Wenn wir Kinder befreien. So, sie sind schon mal sehr gut eingeweiht. Au, au, au. Achtung. Da gibt's noch mal Party. Je nachdem. Alpha 1, Brüche Alpha 1, 1. Sie merken es zwar nicht. Ja, sie laufen aneinander vorbei. Das kann halt auch passieren. Ja, sie sind weiter weg. Stimmt, ja. Könnte, aber Patrouillen wäre wäre halt nicht realistisch. Sie kommen, weißt du, wenn sie dann zurückgehen, wäre das vielleicht von denen auf dem Heli beschossen, wenn die noch leben. Das ist viel spannender. Vielleicht haben sie noch Party mit denen. Moment, wenn du ist. Oh, schau mal, da ist Hütli. Achtung! Alpha 1, 2, Alpha 1, 1. Nerv, siehst du das Häusli? Alpha 1, 2, diesmal fühle ich mich angespannt. Ja, warum geht's? Könnt doch, verstanden, er könnte doch, er sieht es hier wahrscheinlich, wenn er rüber schaut. Das ist wichtig. Wenn wir den Zugriff mit sind, solange wir das Feuer nicht eröffnen, muss man fressen das Feuer und dann halt schnell über den Pier drüber und treffen, nur dass wir das Castello reinkommen. Wenn sie hohe Zugang können zuspammen, sind wir normal. Ja, ja. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Jetzt geht es in Richtung, jetzt sind wir den Fall dort. Oh, da, 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 da. Offen auf dem Pier hoch. Sie haben ja hier noch Deckung vom Felsen, oder? Ja, das ist schlau. Verstanden, ja, wir sind direkt hinter euch, aber ich versorge mir auch ein gleiches Fleisch, wo das andere ist. Wir haben eh keine Ding. Sagst du mal, wir haben eh keine andere Wahl. Ich kenne die Karte, das ist der einzige Weg, das wurde Castello hier antworten. Ah, der ist da hinten. Also da ist gesehen, ich habe nur eine Markierung vom Heli angemacht. Zumindest falls Feuer fällt, kann man im Zweifelsfall vielleicht auch noch eine Menge Raum platzieren und versuchen durchzurennen. Das wäre der Heli-Landeplatz. Verstanden, ja. Ja, nur raussen. Ich könnte noch mal reinsetzen in die Häusle. Ich weiss doch gar nicht. Ja, wenn sie dann nachgucken mit dem Helikopter und dort landen, dann wäre das überfallen. Aber vielleicht ist es gut, dass der nicht so viel zu sein und zu zweit. Wir schauen mal.
Dann haben wir noch genügend Zeug. Auf dem Beste. Oder dann kann ich jetzt, weißt du, ins Ding. Wenn es am Schluss Stande, einfach ja wird, dann sag ich einfach, ihr alle Patrouille gehen da und dann wird es ja, schon ein Nightmare. Jetzt bin ich mehr. Aber jetzt nur schon mal auf den Gang. So sieht's aus. Alles da, alles was da ist. Verstanden, negativ, Schluss. Wie, was, wenn sie alle sterben? Vor allem die zwei, wenn sie dort zum Heli landen, wenn sie dort Patrouillen setzen. Mhm. Wenn die sterben, dann merken die doch, dass sie dort sind. Dort, 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 dort. Das geht okay auch viel spannend. Wer merkt, also wenn unsere zwei sterben? Ja, die zwei, die mit dem Helikopter sind. Ja. Ja, wenn sie sich per Funk austauschen mit dem Rest der Truppe, dann würde es auffallen. Oder würde sie es merken. Aber sonst nicht. Weil sie sind ja dann tot und können sich nicht melden. Ja, wenn der kann, ja, sie müssen sich halt koordinieren, aber sie werden eh sagen, wenn sie losfliegen. So, jetzt wird's dann spannend, Jungs. Jetzt sind sie dann bald da. Der Grande Finale! Ich kann mir dann irgendwann wahrscheinlich mal schauen. Ich kann ja jetzt mal die Nachtsicht abschalten. Ich tue Mission Success machen, sobald sie euch da über das Pier tragen. Sobald wir am Strand sind. Dann sage ich, ist alles erfolgreich. Ja, ja. Der Papi hat mir den Daddy weggenommen. Der Papi? Die sind da im Vatikan. Ich meine, zurück zum Papi. Ihr seid von diesen komischen Typen da und diesen Priester, die dort Feuerfest gemacht haben. Ja, ja, irgend sowas. Schon realistisch. Ja, genau, genau, das ist schon gut. Das mehr braucht es eigentlich fast gar nicht. Man kann spontan denken. Ja, genau, das ist gut. Ja, ja, das ist super. Es wird lustig. Ihr seid wochenlang dort eingesperrt gewesen und ihr habt Angst. Ihr wisst nicht, wer euch jetzt kommt retten und wenn. Mhm. Ja. Fortnite im Handy im Vatikan in einer Kapelle. Im Entenpyjama. Yeah. Warte, jetzt muss ich aber... Dann schieß los. Verstanden. Wir werden uns ein wenig zurückhalten am Anfang und versuchen, falls ihr von dem Ding her, von dem Castello her Feuer fresst, das auf uns zu lenken. Wir müssen vor allem vorsichtig sein da in dem Dorf, dass wir da gar nicht festgenagelt werden. Antworten. Alles klar, wir sind jetzt hier an dem Felsen vorbeigekommen. Sehe ich das richtig, dass wir uns da links außenrum bewegen können und dann aufs Kastell zu antworten? Verstanden. Ihr seid Point. Macht wie ihr wollt. Wir folgen euch. Antworten. Alles klar, wir fangen jetzt an. Los geht's.
Party für Jugger. Was ist los? Dann, wir haben hier scheinbar eine recht gute Position, von wo wir aus für euch Deckung geben können. Wir sehen aber nicht allzu gut hinter die Mauern oder auf die oberste Ebene. Aber wir können euch Deckung geben. Sobald ihr die Treppe passiert habt, machen wir Sprung auf und kommen nach. Antworten. Verstanden. Wir sehen euch auf der anderen Seite. Schluss. Jetzt wird's der lustig. Warte, sie sind schon im Gebäude da. Jetzt rücken sie vor, die anderen bleiben da. Ah, sie sind bereit zum weitergehen. Ja, mal schauen, ob sie es jetzt unentdeckt können vorrücken. Oh, jetzt ist Mucksmäuschen still. Jetzt ist einfach Konzentration. Jetzt die Leon, jetzt bist du ruhig. Die anderen sind da. Ja, kommt schon. Schön mit der Belichtung. Häusli ist ja da oben geht's los. Erst dort. Man meldet jetzt mit der Drohne, was noch ist. Sie ziehen immer gerade Uhrzeit einzeichnen. Jetzt können wir es hier am Steg entlang. Das ist geil. Oh, da, da, die. Wenn sie schöne Geisel sind. Die sind im Häusli, das sind die Mafia-Boss da innen mit der Krawatte, die Waffenhändler. Die sind da innen und chillen. Und andere Treppen. Achtung. Jetzt sichern. Achtung, jetzt tatscht's. Gut gemacht, er ist erledigt. Sie sichern jetzt alles. Jetzt gibt's natürlich raus ein bisschen Aufruhr. Was ist da gewesen? Oh, der andere bewegt sich im Gebäude. Oh, er kommt raus und geht nachlegen, was da los war. Jetzt wird's lustig. Sie sind jetzt im Gebäude, das gibt ihnen ein bisschen Deckung. Platte auf dem Brückenkopf. Das hat man jetzt in der Drohne nicht gesehen. Da hast du eigentlich einen Hit von unserem Gebäude kommt. Wie ist jetzt der Drohnenmensch gesehen? Da stand schon halb da. Oh, oh! Jetzt wissen sie, dass jemand ist. Jetzt müssen sie Drohnen nicht mehr sagen. Die AI ist richtig gut. Ah, die anderen rücken nach, sehen ihr dort? Rechts. Feuer gefressen, ich scheine was bemerkt schon. Ich komme jetzt nicht. Pass auf die Tür auf. Also, irgendjemand schießt. Oh, die anderen Patrouille auf dem Dach. Oh, der auf dem Dach. Da schießt sie gerade. Okay, sie haben den anderen. Ich bin schon bereit, um dass sie nicht schießt. Patrouille, es ist realistisch gehalten. Die Sneaker, du schaffst es! Go Kappa, geht noch? Nein, er ist im Wasser. Zurückschwimmen, Scheiße. Injured. Vorsicht, friendly, wir haben gerade auch Feuer von euch gefressen. Ich muss schnell. Set friendly, damit das schafft übers Wasser. Verstanden, wir haben keine Nachtsichtgeräte, mach die Blinker an. Nein, es kommt ja auch in meine Leute, die haben keine Laser. Nein, nicht, weil sie sind ja, da sind noch keine Gegner mehr, es ist von dem her gut. Ich mach den schon wieder auf feindlich, sobald sie da um eine Ecke kommen. Aber er muss es zuerst zurück auf den Steg schaffen. Da mit der Leiter. Vorher wollte ich nicht, dass er beschossen wird, sonst schafft er es gar nicht mehr. Ah, tschüss miteinander, die gehen gerade runter. Du schaffst es, los. Nein, ich muss zuerst in Deckung kommen, hinter Ding. Er muss jetzt schnell nachsegeln. Ich muss jetzt ein bisschen Schutzengel spielen. Er schafft es. Okay, ich mach's wieder feindlich. Gut.
nicht. Aber es sind ein paar bewusstlos. Was ist alles noch am Leben? Das sind alle, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Oh, oh. Ah, das ist Patrouille dort oben gewesen. Die zwei dort unten, die nerven nur, die sind in die Wand reingeglitscht. Status. Die machen gar nichts mehr, die kann ich löschen. Ich komm raus, ich das klingt, das ist in der Burg, das ist ein Fehler vom Spiel. Verstanden, muss nicht rauskommen, es war mehr noch auf dem Druck aufgerieben. So, jetzt haben wir den Endkampf, das ist gut. Das ist spannend. Oh, oh! Ah, oh, nein, geht da weinen. Blatt, alle wieder geht im Ortsteigen rum. Gegen Ortsteigen rum, wir ich gehen. Ich bin ja. So, du bleibst schön da. Wir gehen mit dem Ortsteigen rum. Ja, er glitscht durch die Wand. Nein, nicht schon wieder. Oh, der ist vom Turm oben runtergekommen. Okay, kann man machen. Geiler Sieg. Okay, das wird lustig. Zack. Shadow da. Was ist hier? Ist unterirdisch? Nein. Fuck, ich muss schnell teleportieren. Oh mein Gott. Sigi. Shadow, ich bin an dich, der Daniel ist durch den Boden geglitscht. Ich kann es bestimmt irgendwie hier wieder hochschaffen, ansonsten können wir ja nicht mal flicken. Verstanden, mein Sigi ist gleich passiert mit Chakra glitscht, der gerade. Ich probiere auch zu teleportieren. Chakra. Er hat den Infrarotblinker montiert. Warte. Teleporter von Nerf kommt auch gerade. Ja, der hat so alt damit gerechnet, dass ich es das machen muss. Jetzt ist halt mühsam. Okay. Nerf ist teleportiert. Sorry, das sind halt die Glitches, da kann ich auch nicht machen. Ich gebe mein Bestes. Ja, eben, das ist ein Spielfehler, das geht natürlich gar nicht. 3, 4, 7, wir sind immer noch alle gut. Er ist doof oder muss ich auch helfen, dann kann man es teleportieren. Ja, sie schafft es. Nein, bad name. Oh. Das war ein bad name und. Nein, ich heile die jetzt nicht, das war ein Fehler von ihnen. Der Plato ist auch glitscht, scheisse. Moment. Plato, Teleport. Dash kommt der Alpha. Scheisse, ich weiß nicht, wie der Gebäude. So. Ja. Es sind nicht zu ihnen. Ich kriege einen Heal, dann ist er lebendig. Das liege ich auch, der ist schon viel zu lang down. So, also ist jetzt schwierig. Jungs, der Jugger liegt noch. Und wir gehen mal rein. Es ist wirklich schwierig, oder? Es hat nicht mal eine Chance. Weißt du, woher kommt das? Fucking asshole! Geht's allen noch gut? Nein, Jugger ist down, schon wieder. Igel kümmert sich. Jetzt lasse ich sie verrassen, jetzt haben sie genug Zeit. Wie geht's zum Nerf? Und dann gehen wir auch. Ja. Sonst, wenn ein stirbt, ist blöd, dann muss ich mit Reisbahn anfangen. Das ist blöd. Ja, sie sollen jetzt hier noch ein bisschen verarzt. Sie haben ja einen, wo sie beschäftigt sind. Das ist schon gut. Wir gehen immer einen, der verarzt, wo man verarzt ist. Ja, ich bin generell nicht so. Es schießt mir dann an mich an. Aber ja, wenn sie zu viele Fehler machen, soll ich dann schon sterben. Momentan. Ein Game glitscht halt. Schau mal da. Da ist auf der Gegner im Wappen. Schwimmst du schön. Ja. Ah, geht's ihm noch gut?
Es geht noch gut. Jetzt tut das Drohnen-Team auch noch mit mir kommunizieren. Ja, ja, Scheinwerfer da. Ich habe extra Scheinwerfer platziert. Hier. Hier zwei und da vorne auch nochmal unten an. Und der Grube hier. Schau, es ist der Schiff. Wo hat's geschossen? Ah, es ist mühsam, ja. Wo ist es? Da läuft die Flexion alle immer noch durch den Boden. Nein, nein, die Steckung ist von der Rückstufe-Siegang. Ja, es ist doch total mühsam. Ich bin Jogger. Ich bin Jogger. Ich bin Jogger. Ich bin Jogger. Nein, Siegi ist durch den Boden glitscht. Moment. Teleportieren schnell. Verstanden, wir haben gerade 30 Blitzfest, wir verlieren die Leute am Boden antworten. Ja, ich sehe es, ich probiere es mit Teleporter zu lösen, ich bin gerade mit Sigi dran antworten. Verstanden, okay. Ich gehe nochmal hier an. Das war eine Rauchgranate. So, Sigi schwimmt, scheisse. Fucking hell. Ich kann raus, wir schwimmen raus. Warte, ich muss es anders lesen. Er geht an den Strand. Und jetzt ist er im Stoh und jetzt kann er zu den anderen teleportieren. Ja, dann muss man antworten. Hast du verstanden, antworten? Was wollt ihr, Status? Wie läuft's bei euch? Antworten. Ah, der Pro-Kapo und die sind auch da. Da ist schon wieder einer durch den Boden durchgeklitscht, diesmal der Jogger. Ja, ich bin gerade am Pro-Nuber noch mit Eagle dran. Jogger, fuck, das ist mühsam so. Okay, jetzt teleportieren wir noch den Jogger. Yo, I'm loading! He's fucking dead! They're killing us! Also. Und schnell nerv und... Ah, die sind da. Sind jetzt alle wieder entglitscht? Ich glaube, es sieht gut aus. Bei mir in der Kante ja, vom Rest kann ich nicht sprechen. Na, die kommen ein bisschen näher, dann höre ich sie nicht. Warte schnell, Leon, ruhig, ruhig, ich muss mich da konzentrieren. So, ich bin unsichtbar. So. Okay. Oh, Sicht auf unsere Leute. Nein, sie sind noch nicht da. Sie sind noch nicht wie die Geister, aber jetzt kommt es dir gerade. Ah, sie sind auf dem Turm da gewesen. Sehr schön. Nein, das mit dem Glitschen ist so abartig mühsam. Ja, wenn sie angeschossen werden, dann haut sie im Boden. Oder sie hat getestet. Und jetzt sie sind feindlich, oder? Wie meinst du Patrouille holen? Ah, die zwei. Nein, komm. Nein, die sind glitscht. Ich bin nicht auf der Treppe. Ich habe nicht nochmal Bock auf Teleporter, Scheißdreck. Wir lassen die, die oben sind. Die lassen wir. Das sind jetzt noch zwei. Und die. Die ist noch hier. Der ist in der Wand drin. Oh, unschön, aber. Hallo, ah, jetzt. Den lösche ich jetzt, weil der ist in der Wand. Es gibt böse Überraschungen. Das ist scheiße. Okay, kümmern Sie sich drum.
Nein, Chugger glitscht wieder. Ein Chugger unter mir, Shadow. Ja, verstanden, kümmere mich drum. Chugger. Wäschelt doch einfach die verdammten Lichter. Jungs, lauft mal weiter, kümmert euch drum, der Chugger ist durch. Chugger ist leider einen Stock weiter teleportiert, sorry Chugger, musst wieder rauf. Ich bin wieder da, es ist einfach. Ja, es ist ziemlich glitchfresh gerade. Okay. Wir warten mal. Also Jungs! Vor allem auf die Wand, auf die AI ist irgendwie permanent. Ich gehe in den Regenbogen-Tipp und dann habt ihr freie Fahrt das Mikrofon, sobald die da um die Ecke kommen. Nachher kann ich halt nicht mehr glitchen, das heißt. Was ist eigentlich eh alles frei? Es ist eigentlich gut. Okay, ja, genau. Also, fallen. Hallo, Hilfe! Hilfe! Hallo! Hilfe! Hilfe! Wo sind ihr? Hilfe! Hallo, ihr sind drei Leute in der Kapelle. Wir sind entführt worden! Wir sind einfach nicht gekommen. Ich habe richtig Angst vor Sender! Ja. Sage ich geh noch in deinem Homebox durch, wenn nichts drin ist. Ja, ich mach mal. Homebox, Homebox. Hilf dich! Homebox ist in der Pappe, ich kann leider nicht antworten. Cool, das heißt, ich kann seine Liste nicht finden. Hilf dich! Siggi, nimm die anderen zwei und geh wieder verklären. Wir sind schon gar nicht in den Lando eingespielt. Das ist euer Problem. Hat man euch gefuttert? Okay, ich bin kein Kinderhüter. Was möchtest du von mir? Wir haben Hunger! Was machen die? Hackfleisch! Jede Menge! Wer sind die? Wer sind die? Wer sind Homebox, Homebox. Homebox, verstanden, antworten. Verstanden, wir haben irgendwie drei Kinder im Pyjama abgerettet. Antworten. Verstanden, das sind definitiv Zivilisten, die da nicht umlegen. Einfach raus eskortieren, antworten. Verstanden. Nein, falsch! Raus eskortieren, antworten. Fuck you! Verstanden, exekutieren. Nein, falsch! Beschützen! Raus! Break, break, Shadow. Ja. Shadow, bitte kein Echo mehr, ich höre überhaupt nichts. Okay, in anderen Worten, falls ich mich nochmal im Echo höre, fange ich an zu schießen. Kann ich nicht sehen. Hat irgendjemand Cable Ties? Was machen wir mit uns? Gut. Dann sind sie fest, dann können wir sie mitnehmen. Ich hab noch zwei Stück. Alpha 1-3, Alpha 1-3. Nein! Ich nehme die Fesseln ab. Wir schneiden zu lange. Alpha 1-3, Alpha 1-3. Alpha 1-3, Alpha 1-3. Auto, kriegst du Sonne? Ja, das Interaktionsmenü ist mal wieder sonst wo. Ah. Den mittleren kann ich scheinbar nicht, mit dem Rest funktioniert's. So, wieso haben wir den nicht? Ja, den mittleren kann ich nicht, aber der linke, den habe ich einkassiert, den kannst du nicht nehmen. Ah. Was hat da gerade so dünnt? Aua, es tut weh, Dore! Was haben
Das bringt nichts, Jugger, das ist komplett. Schnapp den linken, den habe ich einkassiert, den kannst du schnappen. Ja, ich habe gehofft, dass man sich mitnehmen könnte. Liegt es daran, dass ich in der Puppet bin, kann man es dann nicht mitnehmen. Es kann sein, dass es daran liegt. Geh ich gang mal raus, ja. Geile Aktion, Jungs. Okay, sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich da wieder bitte. Alpha 1, Alpha 1, antworten. Nein, nein, das tun wir nicht, das tun wir schon. Heal. Oder? Heal AI. Eigentlich schon. Ah, er liegt am Boden. Haben wir den Captive? Doch, Captive. Ich kann es einfach nicht. Ja, jetzt ist es gegangen. Alles gut. So, Diana wird gerade raus eskortiert. Ist das gut. Homebox, Homebox. Homebox verstanden, antworten. Verstanden, Frille zu Alpha 1, 3, sie sollen den Heli hier überbringen, wir haben 3 Gäste zum Mitnehmen, antworten. Verstanden, Heli überbringen, wir haben 3 Gäste zum Mitnehmen, antworten. Verstanden, wir verlassen die Festung zu ihrem Exfil Bravo, antworten. Verstanden, ihr verlassen Festung, richtig Exfil Bravo, antworten. Verstanden, richtig Schluss. Okay, Jungs, schnappt euch die Geisel, wir gehen richtig Exfil Bravo auf die Karte. Sigi, nimmst du eine, Igel nimmst du eine andere, ich nehme den dritten. Was ist denn sie, Alpha 1 3 ist drohne, he? Alpha 1 3 von Homebox, antworten. Alpha 1 1 von Homebox, antworten. Alpha 1 1 hört. Fuck, ich brauche das Drohnenteam, was haben die für eine Rufzeichenantwort? Verstanden, das Drohnenteam ist Alpha 1 3. Antworten. Eben doch! Alpha 1 3, verstanden, antworten. Wunderbar, klappt der Kontakt endlich. Also, Alpha 1 1 ist auf dem Weg Richtung Exfil und hat 3 Gäste, ihr sollt den Heli parat machen und überkommen, antworten. Verstanden, wenn ich das richtig sehe, weiss ich Exfil Bravo am Strand und nicht Exfil Alpha auf dem Compound, aber ich sehe das richtig, antworten. Das muss ich schnell abklären, Moment. Am Schluss vorerst. Nein, jetzt muss ich schnell Konzentration haben, Moment. Alpha 1, 1 sind sie. Alpha 1, 1 von Hotbox, antworten. Alpha 1, 1 hört, antworten. Verstanden, welcher Exfil ist es? Der auf dem Compound oder der am Strand? Antworten. Verstanden, da dass es keine Gefahr und mit Gefahr in Gefahr hat, soll sie uns am Strand aufpicken. Antworten. Verstanden, am Strand, Antworten. Schluss. Zurückgehen. Alpha 1 3 von Homebox, antworten. Alpha 1 3, verstanden. Verstanden, das geht um den Pickup am Strand, antworten. Verstanden, der Pickup am Strand. Wir machen uns auf den Weg, antworten. Wunderbar, Schluss. Jetzt kommt der Heli. Euch noch retten. Nochmal in die Puppen reingehen. Warte, der Jogger, antworten. Ja. Der sag ich, wo bringt ihr uns an, etwas SOS Kinderdorf? Verstanden, ja, genau. Ein riesiges Geiselmann zuerst durch die Gebäude, auf das Gebäude, dass es offen rumstehen. Das ist super, ja. Also wenn alle so zusammen sind, dass das gut geht, wunderbar. Ja. SOS Kinderdorf, ja. Episch. Ich kann dir im Helikopter sagen, weil das sind alle im Helikopter. Ich wird gemacht. Noch vor dem Heli. Übrigens mit dir eine Geisel. Sonst hast du Heli-Grisch, wo Leute sind. Ich bin unterwegs. Oh shit, ne. Verstanden. Ich bin bereit zu. Soll ich jetzt schon rein? Wenn wir gerade das erste Gebäude rechts, wenn du von hier kommst, antworten. Verstanden, sehen uns dort. Antworten. Okay. Und rauchen. Alpha 1 3 für Alpha 1 1.
Verstanden, Landezone markiert, Wieser auch antworten. Okay. Wo bringt ihr uns an etwas SOS Kinderdorf? Was? Träum weiter, wo du hingehst, wenn du nie im Frühling kommst, nie mehr zurück. Schnappt euch Geisler. So geil im Fall. Das ist so erschreckend in der Tat. Das ist so geil. So, da haben wir. Wo ist der Leon? Der Sonne ist das. Verstanden, antworten. Verstanden, haben unsere Gäste für das SOS Kinderdorf, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich einen Daycare haben, aufgeladen und sind jetzt RTB antworten. Verstanden, ihr habt Gäste aufgeladen und sind RTB antworten. Verstanden. Wir haben es einfach versucht umzulegen, aber so wie es aussieht, haben wir die kleinen Kackbratzen oder. An der Backe, antworten. SOS Kind. Sie hat Freude am SOS Kinderdorf, das hat sie voll weggehauen. Ja. Wo bringt ihr uns an, etwas SOS Kinderdorf und dann hat es eigene Größe?